Hallo ihr Lieben, wie versprochen habe ich heute hier die leckeren Cake Pops für euch. Ich zeige euch jetzt, wie ich die gemacht habe. Ihr könnt die aber auch super als Resteverwertung nehmen. Zum Beispiel, wenn ihr Kuchenteig übrig habt und etwas Schokoladenganache, könnt ihr super leckere Cake Pops daraus zaubern. Als erstes gebt ihr die Butter, den Zucker und Vanillezucker in eine Schüssel und rührt das für etwa 2 bis 3 Minuten schön cremig. Jetzt kommen die Eier dazu und die werden nochmal ordentlich untergeschlagen. Jetzt vermischt ihr Mehl und Backpulver miteinander. Das kommt dann ebenfalls in die Schüssel und wird untergerührt. Und zum Schluss kommt noch das Aroma dazu. Ich fette jetzt hier meine Backform mit Backtrennspray ein. Dort gebt ihr den Teig hinein, streicht ihn einmal kurz glatt und dann landet das auch schon im Ofen. Mein Kuchen ist jetzt fertig gebacken. Den habe ich auch komplett auf dem Kuchengitter auskühlen lassen. Die harten Ränder, die schneide ich mir hier einmal mit einem scharfen Messer weg. Das Ganze kommt in eine Schüssel und wird richtig fein zerkrümelt. Ihr könnt das so wie ich hier jetzt mit den Händen machen oder ihr nehmt euch eine Küchenmaschine zur Hilfe. Bei mir kommt jetzt noch etwas Heidelbeermarmelade dazu und dann habe ich mir ein Rezept Ganache hergestellt. Die Mengenangaben dazu und wie ihr das Ganze zubereitet, das findet ihr unten unterm Video in der Infobox. Das verknete ich jetzt einmal ganz schön. Ich habe auch nicht die ganze Ganache dazu gegeben, gibt erst einen Teil dazu. Und wenn ihr merkt, die Masse, die ist perfekt formbar und krümelt nicht auseinander, dann reicht es. Falls sie aber noch zu trocken ist, gibt ihr einfach noch was dazu. Damit ihr gleich große Kugeln hinbekommt, könnt ihr super einen Eisportionierer verwenden oder so wie ich jetzt hier, weil ich den leider nicht zur Hand hatte, ein kleines Schüsselchen. Ich habe mir jetzt hier etwas Konfitüre geschmolzen, da tunke ich jetzt meinen Cake-Pop-Stiel rein und stecke ihn dann in die Kugel. Die überschüssige Schokolade, die streiche ich mir einmal mit einem Pinsel ab. Ich hatte jetzt hier noch so eine Cake-Pop-Form, die könnt ihr euch auch sparen. Ihr könnt das auch natürlich ganz normal auf dem Brettchen einfach stellen oder legen. Während die Cake Pops wieder im Kühlschrank gelandet sind, schmelze ich mir hier einmal 2 Drittel der Konfitüre. Da gebe ich außerdem noch etwas Kakaobutter hinzu, damit die Schokolade einfach nicht zu dickflüssig ist. Und dann kommt die restliche Schokolade dazu und ihr rührt so lange, bis das aufgelöst ist. Das Ganze nennt man die Impfmethode und wenn ihr das so macht wie ich hier, habt ihr eine perfekt temperierte Schokolade. Achtet darauf, dass eure Schokolade schön fein gehackt ist und dann klappt das wunderbar. Also meine Cake Pops, die sind jetzt schön feste angezogen und die nehme ich mir jetzt, drehe die einmal durch die Schokolade und dann klopfe ich mir die ein bisschen ab und drehe die so lange, bis die Schokolade nicht mehr läuft. Dann spieße ich mir auf meine Styroporform mit dem Holzspieß ein Loch rein und da kommen jetzt die Cake Pops zum Aushärten rein.
Ich habe das jetzt anders gemacht. Ich habe die erstmal komplett in Schoko getunkt und dann hinterher nochmal, wie ihr jetzt hier sehen könnt, mit einem Löffel ein paar Streifen drüber gezogen und erst dann Perlen dran gemacht. Ihr könnt natürlich auch euch den Schritt ersparen und direkt die Perlen dran machen. Ja, das war's auch schon für heute. Also wie ich finde, sind die Cake Pops eigentlich relativ schnell gemacht. Ich finde, es ist eine tolle Restverwertung. Ich habe oft Kuchenteig übrig oder Schokoladenganache und dann mache ich mir schnell ein paar Cake Pops daraus, weil es einfach zu schade ist, wegzuschmeißen. Probiert die mal aus, lasst mir gerne Feedback da und ja, ich wünsche euch noch eine tolle Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!